heute gibt es wieder ein Fimo-Update. Es ist nicht so groß, aber ich wollte euch einfach mal meine Kreation zeigen. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit der Rose an. Ja, es ist einfach eine blaue Rose, die man vielleicht irgendwo hinkleben kann. Ich habe sie unten abgeschnitten. Und ich finde die eigentlich recht gut, die ist recht gut geworden. Habe ich auch noch mal in Pink eine gemacht. So, machen wir weiter. Und zwar habe ich einen Muffin gemacht, der etwas fehlgeschlagen ist. Also oben sieht es so aus. Und dann so. Ich finde es nicht so gut, aber naja. Dann habe ich einen Hamburger Cheeseburger gemacht. Ja, ein Cheeseburger mit Käse. Den finde ich eigentlich total goldig. Hier habe ich einen Wal gemacht in Pink oder einen schönen, ja, rosa. Habe ich einen Regenbogenkuchen gemacht. Der ist aber leider auch. Ich habe es nicht richtig abgeschnitten, das habe ich aber erst vorher bemerkt. Also schon gebacken war. Hier natürlich noch das Kuchenstück dazu. Dann habe ich noch einen Kuchen gemacht, der ist recht groß. Denn meine eigenen, also recht hoch, meine Kuchen sind immer ungefähr so. Und der hat so ein Herz drin. Und ein Stück von dem Herz ist sozusagen rausgeschnitten. Habe ich nochmal ein Schweinchen gemacht, aber diesmal so eins, weil meine vorherigen Schweinchen waren ja so. Und das ist jetzt eben, ja, so. Dann habe ich nochmal eine Schildkröte gemacht. Aus Fimo-Resten. Und einen Drachen. Den habe ich, also ich habe heute nämlich ein Video gesehen, wo jemand einen Kawaii-Drache gemacht hat. Und den fand ich so süß, den wollte ich mal nachmachen. Sieht natürlich anders aus, aber ich finde ihn trotzdem total goldig. Dann habe ich hier einen Affen versucht. Aber das sieht nicht ganz so aus wie ein Affe, aber trotzdem goldig, finde ich. In der Banane. Und da habe ich einfach, einen Moment, ich finde, hier, ich habe diesen Hasen mit der Karotte gemacht. Und habe ich mir einfach gedacht, ja, kann ich hier nochmal machen. Und dann habe ich ihn nochmal den Affen gemacht. Und dann zu guter Letzt mein bestes Work, meiner Meinung nach. Ich habe mir heute zum ersten Mal weißes Fimo und Metallic Silber gekauft, das ist Effekt Fimo. Und da habe ich diesen Waschbären gemacht. So. Habe ich auch schon alles angemalt. Und ich finde ihn halt, ich finde ihn richtig gut. Ich finde ihn richtig goldig. Und ja. So, das war's auch schon. Ich hoffe, dass deine Video euch gefallen. Wenn ihr irgendwas wieder nachgemacht haben wollt, sagt es einfach, schreibt es einfach in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Schöne Woche. Tschüss.